Der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 trennen sich heute Nachmittag 0:0. In diesem Sinne begrüße ich Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach der Partie und begrüße auch beide Cheftrainer, unseren Gästetrainer Stefan Leitl und unseren Cheftrainer Markus Weinzierl, und würde direkt Stefan Leitl um seine Analyse nach dem heutigen Spiel bitten. Ja, danke schön. Servus zusammen. Ich glaube, ich kann mich relativ kurz fassen. Ich finde, dass es insgesamt, ja, dass es 0-0 in Ordnung geht. Ich glaube, dass man beide Mannschaften angesehen hat, dass es hochintensive Spiele einfach waren in den letzten paar Tagen. Und jetzt komme ich auf meine Mannschaft zurück, dass da vielleicht dann doch diese Körner gefehlt haben, um noch mal ein bisschen mehr zu investieren, um besser ins letzte Drittel zu kommen, um sich dann auch Torchancen zu kreieren. Und von daher bin ich froh, dass wir die Null gehalten haben, dass wir zu Null gespielt haben. Und dann ist es halt so, wenn du selbst kein Tor erzielst, dann kannst du auch nicht gewinnen. Von daher ist es okay mit dem Punkt. Wir hätten natürlich gerne 3 gehabt, um diese Woche jetzt, vor allen Dingen nach dem Sieg gegen Bielefeld und der sehr guten Leistung gegen Dortmund, einfach nochmal so ein i-Tüpfelchen draufzusetzen. Das ist uns leider nicht gelungen, aber ist jetzt auch kein Beinbruch, und von daher nehmen wir den Punkt natürlich gerne mit. Und ja, Markus, dir natürlich maximalen Erfolg in der Zukunft und alles Gute. Dankeschön. Stefan, vielen Dank. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke. Stefan hat viel gesagt. Ich glaube, ein ausgeglichenes Spiel, ein enges Spiel, wo wir ja am Anfang gleich eine hundertprozentige Chance haben von da ferner, hätte meiner Mannschaft gut getan, aber das war dann heute so ein Spiel, wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du es nicht verlieren. Das haben wir geschafft. Wir haben ja 2-3 Situationen gehabt, auch zweite Hälfte nochmal von Kastrop, aber in der Summe zu wenig Torchancen. Wir haben brenzlige Situationen auch überstehen müssen. Gerade bei Standardsituationen sind sie unheimlich stark, und da haben wir auch ein, zweimal Glück gehabt. Man hat generell am Mittwoch gesehen, welche tolle Mannschaft die Hannoveraner aktuell sind. Und deswegen müssen wir dann auch mal mit dem Punkt leben. Wir haben wieder zu Null gespielt. Wir haben eine Woche erlebt jetzt mit 2 Siegen und einem Unentschieden mit 3-0. Jetzt hoffe ich, dass wir morgen noch ein schönes Pokal losbekommen. Dann denke ich, war es eine ordentliche, gute Woche für den Club. Dankeschön. Vielen Dank an beide Trainer. Habt ihr Fragen? Oder keine Fragen nach dem 0-0. Fangen wir an in der Mitte mit Martin Funk von der Bild Nürnberg und dann Florian Krebs von der Bild Hannover. Bei Stürmern ist es immer so eine Geschichte, dass sie Selbstbewusstsein auch brauchen. Das fehlt gerade da ferner, dass er seine großen Chancen eben nicht nutzt. So eine kann man ja auch mal machen in der Anfangsphase. Stimmt. Generell ist es so, dass die Mannschaft sich das Selbstvertrauen gerade wieder hart erarbeitet und über den defensiven Schlüsseldach zu Erfolgserlebnissen kommt, und gerade die Stürmer müssen sehr, sehr viel investieren. Von daher hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er das Tor macht, hätte ihm gut getan, hätte uns gut getan, aber Duffy arbeitet viel für die Mannschaft. In jeder Phase des Spiels ist er gegen den Ball aktiv und hilft uns dadurch natürlich, aber wir wollen natürlich nicht nur verteidigen und nicht nur zu Null spielen, sondern wir wollen schon auch oder brauchen schon auch Tore, das wissen wir. Ist uns in den letzten beiden Spielen besser gelungen wie heute, und das werden die nächsten Schritte sein. Ja, hallo zusammen. Frage an Stefan Leitl, den Gästetrainer. Stefan, du hast die Defensive eben schon angesprochen. Wenn man Dortmund ausklammert, zweites Spiel in Folge zu Null hinten mit Bright RMB. Hast du jemanden reingeworfen diese Woche, der sein zweites Spiel in der Startelf gemacht hat? Nochmal, was sagst du insgesamt? Wie wichtig ist dieses zu Null und was sagst du zu Bright insbesondere? Ja, ich bin wieder zufrieden mit seinem Spiel. Wir haben ja nach dem Dortmund-Spiel schon gesprochen. Der Junge hat gegen Dortmund eine Zweikampfquote von 92%, eine Passquote von 90%. Das ist die Kernkompetenz eines Innenverteidigers, sein Tor zu verteidigen. Und das hat er heute auch gut gemacht. Markus hat es angesprochen. Wir waren ja vorbereitet auf diese Bälle, diese schnellen Bälle hinter die Kette. Den ersten, den hat er nicht richtig eingeschätzt. Aber ansonsten haben wir die Tiefe auch im Gesamtverbund mit Bernie und mit Phil Neumann auch sehr gut verteidigt. Und ich finde auch, dass wir gerade in der Spieleröffnung und so im Übergangsbereich haben wir immer wieder Räume gefunden. Was uns dann gefehlt hat, war so dieser Esprit nach vorne, diese tiefen Läufe auch mal vielleicht ein 1-1 aufzulösen. Und deshalb sind wir ja eigentlich nur durch Standardsituationen zu Chancen gekommen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Martin Morawetz von der Deutschen Presseagentur.
Herr Weinzierl, was wäre denn Ihr Wunschpokal los? Und noch eine zweite Frage, James Lawrence sagte, dass dieses Spiel für den Abwehrspieler ganz gut war, für die Zuschauer sicher nicht ansehnlich, aber ist das die Basis, von der alles ausgeht, diese defensive Stabilität? Ja, ich glaube schon. Wenn man sich die letzten Monate anschaut, dann haben wir einfach viel zu viele Gegentore bekommen. Und wenn du jedes Mal 2-3 Tore bekommst, dann ist das einfach schwierig. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann hat der Club in dieser Saison gegen die hinteren Mannschaften gewonnen. Und das auch immer wieder ganz knapp. Und gegen die vorderen Mannschaften oder gegen die ersten 12 immer 2-3 Gegentore bekommen. Und das war definitiv zu viel und das war abzustellen. Und deswegen war das der erste Ansatzpunkt, jetzt eben wieder mal zu Null zu spielen. Das ist uns jetzt gelungen, aber natürlich geht es auch irgendwo zulasten der offensiven Kreativität. Aber das sind dann die nächsten Schritte. Aber Fakt steht für mich, je weniger Tore du bekommst, umso weniger musst du schießen, um dann auch Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und los, ja, Heimspiel, machbar vielleicht. Was ist machbar, gell? Das ist jetzt die Frage, aber ich nehme einen Zweitligisten zu Hause, okay? Jonas Schemkus, bitteschön. Meine Frage natürlich auch an Stefan Leitl. Stefan, du hast ja die Problemchen im letzten Drittel angesprochen. Einer, der in dieser Saison schon offensive Leichtigkeit reingebracht hat, war Nicolò Tresoldi. Der war jetzt zum zweiten Mal 90 Minuten auf der Bank. Du sollst dich natürlich nicht rechtfertigen für deine taktischen Entscheidungen, aber vielleicht kannst du erklären, warum er heute wieder nicht gespielt hat. Ja, weil wir schon von Beginn an erstmal aktiv in das Spiel reinkommen wollten und wir mit Sebastian Stolze natürlich ein Spiel haben, der sehr gut anläuft, ja, und zumindest schon mal diesen ersten Anlaufmoment zu nutzen, dass keine gezielten Bälle an unsere letzte Kette kommen. Deswegen haben wir uns für Stolle entschieden und dann war klar, wenn wir wechseln, dass wir eben zwei Stürmer bringen und wir haben uns dann für Maxi und für Henne entschieden, aufgrund der Tatsache, dass wir physisch eben größer werden wollten für die Standardsituationen und haben uns natürlich erhofft, dass Maxi mal in eine 1-1-Situation kommt, mal hinter die Kette kommt. Hat nicht ganz so gut geklappt. Sorry dafür. Gut, ich würde sagen, keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Wir beenden die Pressekonferenz. Bis bald, macht's gut. Tschüss.